Moin Leute und willkommen zurück zu unserem, naja, schon mittlerweile relativ bescheuerten Minecraft Let's Play. Hä, warum hänge ich hier fest? Achso, ich bin ja Elefant jetzt. Das ist ein bisschen verbuggt, das ist ja logisch. So, ja, ich habe jetzt eine neue Mod installiert. Nämlich, wir können jetzt Spawn X craften. Deshalb wird das jetzt auch angezeigt. So, was ist eigentlich das? Ja, okay, das kann ich nicht craften, das ist aus einer anderen Mod. Dann gebe ich jetzt einfach mal einen Creeper zum Beispiel. Und da sieht man, ich kann mir sogar einen Spawner draus craften. Und woraus kann ich mir das hier craften? Das erschaffe. Okay, wir brauchen dafür ein Ei und ein Plastikei. Und dann haben wir einen Netherstein. Aber das Plastikei, das kommt doch aus der Veganer-Mod. Warum kann ich das daraus dann auch craften? Das ist ja mal seltsam. Okay, es scheint, als wäre das mit der Veganer-Mod kompatibel. Oder ich gebe einfach mal erschaffe ein. So, den Monster-Spawner können wir dann sicher irgendwas reintun. Okay. Was würde sich denn lohnen? Also Monster zu erschaffen. Zum Beispiel Hexe. Erschaffe Hexe. Ach so, das sind alles Monster-Spawner. Und wie crafte ich das jetzt? Oh, das ist aber relativ kompliziert. Na, wobei es ist eigentlich relativ günstig. Glowstone, Glasflaschen und alles Mögliche. Und dann haben wir ja schon eine Hexe. Das ist ja verdammt günstig und das geht sogar mit vollen Wasserflaschen. Hä, warum sind das so viele Crafting-Rezepte? Das sind doch alles die gleichen. Was zur Hölle. Aber damit kann man auch andere Mitspieler sicher auch richtig trollen. Ich guck mal, Schwierigkeit ist auf normal. Das heißt, hier könnte es eventuell ein wenig gefährlich sein. Aber wie geil ist das, dass man jetzt Spawn-Eggs craften kann? Und das sogar ist ja schon fast zu günstig. Also, dass die so wenig verlangen für ein Spawn-Egg. Man kann damit auch andere Mitspieler richtig hart trollen. Nämlich sollte man irgendwie ein Minecraft Let's Play machen, in dem dann auch, ja, also ein Online-Minecraft-Mod Let's Play, dann kann man einfach mal ein paar Creeper in das Haus von einem anderen Spieler setzen. Das ist eigentlich richtig fies. Das ist besser als TNT, weil das die verfolgen einen dann auch einfach. Boah. Bitte nicht sterben. Ah, oh, da ist auch ein Zombie, aber der ist nicht schwierig zu besiegen. So, ich habe hier verrottetes Fleisch. Klar, das sorgt dafür, dass ich einen Hungereffekt bekomme. Aber in der Not muss man das eben essen, ne? Oder hier sind auch noch Eier. Bitte kein Monster, das jetzt kommt, nicht angreifen. Okay, kein Babyhuhn. Aber wisst ihr was? Ich habe mal eine richtig geniale Idee, wie wir eine Hühnerfarm bauen können. Ja, wir bauen hier eine Hühnerfarm. Hier spawnen Hühner. Und ja, das ist eine voll geniale Idee. Dann haben wir immer genug zu essen. Ja, wir haben jetzt zwar schon ein Feld, aber na, ich schalte mal auf friedlich, damit mich nicht die ganzen Monster hier nerven. So, wo könnten wir denn die Hühnerfarm hinbauen? Ein Haus brauchen wir eigentlich nicht, weil wir haben eh schon ein Bett. So, eine Hühnerfarm. Naja, da brauche ich eigentlich Zäune. So, Holz habe ich genug. So, schon 4 Minuten bisher rum. Das ist nicht besonders viel. Ich crafte mir erstmal ziemlich viele Sticks. Und Zäune konnte man ja so hier craften, oder? Genau, Eichenzaun. Perfekt. So, passt das ungefähr? Nee, aber egal. Das reicht ja gar nicht. Shit. Ich brauche noch ein bisschen mehr Holz.
Habe ich wirklich zu wenig Holz? Das sind jetzt nur 15 Stück. Muss ich anscheinend noch ein paar Bäume fällen. Ach nee, da ist noch was. Aber ob das jetzt so heftig viel ist, das weiß ich nicht. Moment, ich glaube, ich crafte das gerade falsch. Kann das sein? So, also kommen hier 10 hin. Ja, das war jetzt schon zu viel. Auf diese Seite. Und hier jetzt auch noch. Und das eine, damit kann man ja nichts mehr machen. Das war schon wieder zu viel, aber egal. Egal, jetzt haben wir hier 30. Das reicht doch bestimmt. So. Hey, ich brauche noch so einen Zaun. Jetzt reicht das wirklich nicht mehr. Oder habe ich da noch irgendwo was? Nee. Ah, jetzt muss ich wieder was abbauen hier von dem Holz. Aber immerhin habe ich hier diese geile Rubin-Axt. Und damit geht das natürlich ziemlich flott. So. Aber ich baue einfach mal hier ein bisschen Fichtenholz ab. Und ich werde dann auch zurückgehen zum Haus. Weil wir können ja jetzt Spawn-Eggs craften. Das heißt, wir können auch ein Ocelot-Spawn-Egg craften und müssen nicht in den Dschungel. Wir haben ja schon Feen und alles Mögliche. Brauchen wir nicht mehr. Und ja. Ja, naja, Kekse könnte ich nicht craften, aber das ist mir dann eigentlich auch völlig egal. So, wir brauchen hier noch so ein Tor. Oder Moment, ich glaube, es gab sogar eine andere Variante, aber ich behalte das jetzt mal zur Sicherheit. So, ich hoffe, das reicht jetzt hier für die ganzen Hühner. Weil die Hühner werden sich dann auch mehrfach paaren, dann kommen da immer mehr Hühner und dann habe ich immer mehr zu fressen. Ich weiß, richtig fies, aber in Minecraft muss man sich schließlich auch irgendwie ernähren und Felder anbauen, das bringt gar nicht mal so heftig viel. Weil man bekommt da immer nur ziemlich wenig raus. Und ich sehe sogar, ich kann das hier noch ein bisschen größer bauen. Und ich glaube, wir brauchen sogar noch nicht mal so ein Tor dafür. Na, jetzt habe ich das hier verloren. Ich kann das tatsächlich noch ein bisschen vergrößern. Alles klar, ja, das ist gar nicht mal so heftig klein. Klar, es ist jetzt nicht unbedingt extrem groß, aber egal. Aber Moment, ich brauche das Tor am Anfang doch noch. Es gibt zwar eine bessere Variante, da reinzukommen, aber ja, ich habe es ja noch gar nicht gecraftet. So. Ja, das ist jetzt hier aus Birkenholz. Dann muss ich das, glaube ich, so hier craften, das Tor. Und ja. Mal sehen, wer ist denn hier? Bolken. Was? Nee, Birkenholz, Zaun, Tor. Alles klar. Das ist eine ziemlich interessante Beschreibung. Ja, ich kann das jetzt hier immerhin einsammeln. So, dann nehme ich jetzt hier die Samen. Und wo ist hier ein Hühnchen? Als ob. Da hinten war gerade noch eins, aber das scheint jetzt weg zu sein. Oder? Boah, das ist jetzt aber ziemlich ärgerlich. Waren so viele Hühner. Und. Okay, da ist noch eins. Na, ich würde sagen, wir holen uns erstmal nur zwei Hühner und die werden sich dann einfach mehrfach paaren und dann kommen da immer mehr Hühner. Dann ist ja alles gut. Das wird dann auch immer schneller gehen, je mehr Hühner da sind. Ich darf mich jetzt aber auch nur langsam bewegen. Ich darf eigentlich nur sneaken jetzt. Ja. Wundert mich eigentlich, dass das Huhn bei meinem Geruch mit meinen gelben Zähnen noch nicht abgestorben ist irgendwie. Ich will sneaken. Ach, das ging mit Y. So. Ja, am besten ist es immer aus dieser
Spielerperspektive, wo man dann den Spieler quasi sieht. Also die Ego-Perspektive ist hier jetzt nicht so heftig gut geeignet, da man das Huhn ja gar nicht sieht und sich erst umdrehen müsste. Ich frage mich, wieso mir das überhaupt hinterherläuft. Ich gebe dem die Weizenkörner ja eh nicht. Das sieht ja eigentlich noch gar nicht mal. So. Na, läuft mir immer noch hinterher. Richtig dumm. Das läuft jetzt sogar auch hier gleich durch den Zaun. Ohne ein bisschen zu ahnen, dass das eventuell eine Falle sein könnte. Und irgendwie gab es doch hier eine Möglichkeit, als Spieler auch wieder rauszukommen. Na, dann kommst du erstmal hier mit hin. Na los. Los. Na egal, ich gehe jetzt ja einfach raus. Das wird eh nicht versuchen rauszukommen. Ja, das ist viel zu dumm. Alles klar, jetzt muss ich aber erstmal eine Möglichkeit finden, wie ich das schaffe, immer hier rauszukommen. So, als erstes baue ich mir jetzt hier... Ich wollte eine Leiter craften. So. Als erstes hier... Hä, wie habe ich das gerade geteilt? Ach, mit Rechtsklick. Moment, funktioniert das wirklich? Hey, das ist ja mal geil. So kann ich das quasi teilen. So kann ich gleich viel mehr auf einmal craften. Aber wie konnte ich das eigentlich vergessen? Das ist doch mega easy. So, dann mache ich das direkt mal aus Erdblöcken. Erdblöcke sind am wertlosesten. Und die Eichenholzbretter können weg, weil das nur ziemlich wenige sind. Und Moment... Ich glaube, jetzt kann ich hier ohne Probleme einfach rüberklettern. Und von hier auch, hä? Okay. Anscheinend funktioniert das doch nicht, aber ich habe mir doch so ein Minecraft-Trick-Video angeschaut mit vielen Minecraft-Tricks, aber anscheinend hat das nicht ganz funktioniert. So. Und Hühnchen, du bleibst hier drin. Verstanden? Dann wirst du zu KFC eingeliefert. Okay, ich habe das ja schon hier. Aber können Hühner eigentlich Leitern hochklettern? Eigentlich ja nicht. Zur Sicherheit baue ich das jetzt hier so hin. So, dann kommt das Hühnchen nicht ran. Jetzt kann ich immer rein und raus, ohne dass die Tiere rein und raus können. Das ist echt mega praktisch. Das Huhn kann ja hier die Leiter nicht hochklettern. Das ist prima. Jetzt brauchen wir nur noch einen Huhn. Dann ist die Hühnerfarm eigentlich schon perfekt. Was zu fressen brauchen die ja nicht. Also nur zum Züchten braucht man was zu fressen für die. Aber sonst brauchen die das nicht. Na. Mal sehen, ist in dem Ei vielleicht noch ein kleines Huhn, das öffne ich dann auch dort. Also ich mach's kaputt. Ja, das Huhn folgt mir jetzt, aber es kann nicht besonders schnell schwimmen. So, Gott, warum ist das eigentlich auch so weit weg hier? Mein PC rauscht wieder. So, 13 Minuten sind bisher um. Ungefähr. Vielleicht ist es ja jetzt auch hier ein bisschen mehr. Oder, nee, ich glaube, wenn dann ein bisschen weniger, denn ich habe den Handy-Timer zuerst gestartet. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich das jetzt hier erwähne. So, wieder hier die Grasblock-Textur. Dieser Bug. Ja, da habe ich wieder ein interessantes Thema für den Part. Das ist doch schön, dass es abwechslungsreich ist. Und jetzt wieder die Ego-Perspektive. Das Huhn ist eh schon fast da. Und das Huhn versucht jetzt hier rauszukommen. Du bleibst schön drin hier, ne? Mach das mal kurz zu. Dann locke ich das Huhn zu mir. Das folgt mir jetzt aber auch noch.
und geschafft. So, und bam. Jetzt habe ich hier direkt ein Babyhuhn und ihr merkt, dass dann auch füttere, dass so schneller wird es dann auch quasi erwachsen. Und hier ist dann noch eins drin. Bonnie, Glück in jedem Ei quasi, das ich hier geworfen habe in diesem Let's Play, ist noch nie ein Babyhuhn rausgekommen. Das ist echt furchtbar. Aber egal. Ganz Pech haben wir jetzt nicht. So, und das wächst echt ziemlich langsam. Da ich habe echt überall Fackeln hin platziert, damit es auch quasi immer extrem hell ist. Aber das scheint irgendwie nicht zu reichen. Naja. Alles klar, dann baue ich hier wieder ein bisschen Gras ab. Das Spannendste, was man in Minecraft machen kann. Wobei, eigentlich macht es sogar relativ viel Fun. Und habe ich da gerade 2 Stück erhalten? Aber nee, ich glaube, wir haben genug. Wir erhalten dann ja auch genug Weizenkörner durch das Weizen abbauen. Aber ich baue jetzt trotzdem erstmal. So, hier ist Pissface. Eine von unseren Schlangen. Die ja, Schlange hier mal durch die Gegend. Aber ich gucke jetzt mal, was kann ich für Spawn-Eggs craften. Vielleicht kann ich hier mal einen Huhn-Spawn-Egg craften. Erschaffe Huhn, erschaffe Schalke. So, Rechtsklick. Okay. Ach, ich brauche immer das... Ich brauche immer das dafür. Was? Empty Spawn Egg. Ist das euer Ernst? Ich brauche da einen Netherstern. Ich muss also den Wither besiegen. Moment. Ocelot. Achso, ich hab mich verschrieben. Nein, ich brauche da wirklich dieses leere Spawn Egg für. Und ich wollte gerade sagen, das ist günstig. Moment, kann ich den Netherstern womöglich auch craften? Ja, die Mod heißt übrigens Uncrafted Mod. So, ich kann den Netherstern craften. Aus nur einem Diamantblock und 4 Netherziegeln. Ich habe ja jede Menge Diamanten. Aber ich kann momentan noch nicht in den Nether. Alles klar, aber ein Diamantblock, irgendwann gehen mir die Diamanten ja auch aus. Aber immer noch günstiger, als gegen den Wither zu kämpfen. Nein, nicht rausgehen, bitte. Ich bin so dumm. Ich kann einfach hier lang gehen. Oh, schon 18 Minuten lang der Part. Ja. Ich verwandle mich jetzt hier auch mal in den Huhn. Damit ich quasi hier perfekt mit reinpasse, oder? Nee, da ist ein Huhn. So, ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich mal Daumen hoch und ein Abo freuen. Bis dann und ciao, euer Jono.